So, ich habe schon so etwas Ähnliches und dann dachte ich, ach, vielleicht ist es ja die gleiche Firma. Es sah so ähnlich aus, aber es fasst sich auch ganz anders an. Das ist von der Firma Josef mit PH hinten und ja, ist eher wertiger. Und das hier ist eher, ja, sehr günstig gehalten. Also, man merkt es beim Anfassen schon. Es ist instabil, man sieht, man kann es einfach da rausdrücken. Und wenn man es zu stark reindrückt, dann rutscht es unten raus. Man sieht auch, dass das gar nicht aufeinander passt. Erst wenn man das Teil hier ganz rausnimmt. Gleicht es sich unten wieder an. Man kann es ganz leicht öffnen und sauber machen. Es ist ja dünnes, billiges Plastik. Es hat nichts mit dem zu tun, was andere Firmen anbieten. Und wieder drinne. Und das Teil ist, sieht man das wahrscheinlich nicht, ist oben breiter geschnitten als unten. Und eigentlich müsste es dann so reinpassen, aber richtig passen tut das nicht. Also man kann sich da rumspielen. Am ehesten so geht es locker rein. Aber wenn ich es jetzt eben runterdrücke, weil jetzt sitzt es ja noch oben drauf, springt es unten, also wenn ich es richtig was runter mache, springt es unten eben gleich wieder raus, drückt es da raus, dass ich, ja, sorry, und Preis-Leistung 12,99 derzeit, das ist leider durchgefallen.